Unsere Realität empfinden viele von uns als etwas Festes, was unveränderlich um uns herum existiert. Doch kann man sich wirklich so sicher sein, dass das Gesehene auch dem Tatsächlichen entspricht? Schaut euch einmal dieses Bild an. Was seht ihr dort? Einige von euch werden jetzt sagen, dass sie natürlich eine alte Frau mit einem Kopftuch sehen. Andere werden sagen, dass dort eindeutig eine junge Frau zu sehen ist, die zur Seite wegschaut. Und für beide Seiten ist ihre Wahrnehmung die Realität. Doch schaut die jeweilige Seite genauer hin, dann wird sie früher oder später auch die andere Seite erkennen. Und beide Seiten haben recht. Und übertragen heißt das, dass es nicht eine absolute Wahrheit gibt, sondern dass verschiedene Perspektiven ein Gesamtbild ergeben, welches sicherlich auch nur ein kleiner Teil des Großen und Ganzen ist. Auch für die Folgen von X-Faktor gilt, dass sie auf den ersten Blick erscheinen, als wären sie nur der Fantasie der Autoren entsprungen. Doch schaut man genauer hin, dann erkennt man etwas Wahres, etwas Echtes, etwas Unerklärliches dahinter. So ist es auch bei unserer heutigen Folge, die völlig aus der Luft gegriffen zu sein scheint, aber bei genauerer Betrachtung noch unfassbarer wird, als sie ohnehin schon ist. Heute beschäftigen wir uns hier bei Kronfaktor mit der X-Faktor-Folge Das Familiengrab, die in der vierten Folge der ersten Staffel zu sehen war. In dieser Folge ist die junge Ausreißerin Dory bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. So wird sie in der großen Familiengruft beigesetzt. Kurze Zeit später stirbt auch die von ihr verhasste Mutter und wird ebenfalls in der Familiengruft untergebracht. Und ab dem Moment beginnen sich seltsame Ereignisse abzuspielen. Denn die Gruft wird mehrfach völlig verwüstet vorgefunden und es gibt absolut keine Einbruchsspuren. Die Polizei versucht es sogar damit, dass sie Sand im Grab verstreut, um später die Fußabdrücke auswerten zu können. Doch vergeblich. Die Gruft wird wieder verwüstet und es sind, trotz dem Sand, keine Spuren zu finden. Da der Familienvater nun auf die Idee kommt, dass es der ruhelose Geist der Tochter sein könnte, der nicht in der Nähe der Mutter sein will, die ihre Tochter mehrfach misshandelt hatte, lässt der Vater die Mutter umbetten. Und wahrhaftig enden damit die seltsamen Ereignisse in der Familiengruft. Wir haben also in der Folge Familiengrab einen ruhelosen Geist, der die Familiengruft immer wieder verwüstet, weil er nicht in der Nähe der Mutter sein will. Was menschlich durchaus nachzuvollziehen ist, kann doch als solches nicht wirklich passiert sein. Hat X-Faktor hier vielleicht eine völlig banale Geschichte in eine sehr gruselige und mysteriöse Begebenheit umgewandelt, um den Sinn einer Mystery-Serie aufrechtzuerhalten? Oder gibt es vielleicht doch etwas, was der Folge durchaus ähnlich ist? Wahrhaftig, das gibt es. Es gibt eine Begebenheit, die der Folge Familiengrab ziemlich ähnlich ist. Und nicht nur das. Sie ist auch überaus mysteriös und seltsam. Deshalb lehnt euch zurück und hört die wahre Geschichte hinter der X-Faktor-Folge Familiengrab. In der Karibik gibt es eine Insel, die den Namen Barbados trägt. Dort befindet sich ein aus Stein erbautes Grabmal. Darin befindet sich das Grab einer gewissen Thomasina Goddard, die dort am 31. Juli 1807 in einem Holzsarg beerdigt wurde. Das Grabmal ging jedoch im Jahre 1808 an die Familie Chase über. Diese waren Plantagenbesitzer. Am 22. Februar 1808 starb die junge Tochter Mary Ann Chase und wurde in dem Grabmal beigesetzt. Am 6. Juli 1812 starb auch die zweite Tochter, Dorcas Chase, und wurde ebenfalls dort beigesetzt. Im August 1812 starb dann schließlich auch der Vater und sollte ebenfalls in der Gruft beigesetzt werden. Als diese dann geöffnet wurde, um den Sarg des Vaters hereinzubringen, staunten die Trauergäste nicht schlecht, als sie ein erschreckendes Bild zu sehen bekamen. Die mehrere Tonnen schweren Bleisärge der Töchter waren von irgendetwas hochkant an die Wände gestellt worden. Der Sarg von Thomasina Goddard hingegen stand noch an seinem Platz und war unangerührt.
Natürlich wurde untersucht, ob jemand in das Grabmal eingedrungen war, doch es fand sich nicht die geringste Spur eines Einbruchs. Mehrere Männer trugen den Sarg des Vaters hinein, stellten die Särge der Mädchen wieder normal hin und zementierten die Eingangsplatte wieder ein. 4 Jahre später, im September 1816, starb dann ein Junge aus der Verwandtschaft der Chases, Samuel Brewster Ames, und wurde ebenfalls in der Gruft beigesetzt. Als die Gruft dann geöffnet wurde, sahen die Leute, dass sich das Phänomen in ähnlicher Form wiederholt hatte. Die Särge standen nicht mehr an den Stellen, wo sie einst abgestellt wurden, sondern quer durch den Raum verteilt, mit Ausnahme des Sarges von Thomasina Goddard. Das Grabmal wurde erneut untersucht und wieder wurde festgestellt, dass es nicht die geringsten Spuren eines Einbruchs gab. Die Särge wurden in die Ursprungsform zurückgestellt, der neue Sarg hinzugefügt und das Grabmal wurde erneut verschlossen. 2 Monate später sollte auch Samuel Brewster Senior in der Gruft beigesetzt werden. Und wieder bot sich dasselbe Bild. Wild verschobene Särge mit Ausnahme des Sarges von Thomasina Goddard. Da der Fall mittlerweile auch außerhalb von Barbados bekannt wurde, schaltete sich schließlich der Gouverneur, Lord Combermere, persönlich ein. Als die nächste Person am 7. Juli 1819 in der Gruft bestattet werden sollte, waren die Särge wiederum verschoben worden. Der Gouverneur ließ die Gruft auf lockere Steine und geheime Eingänge untersuchen, wobei jedoch nichts gefunden wurde. So ließ er um die Särge herum Sand ausstreuen, um mögliche Fußspuren oder eindringendes Flutwasser erkennbar machen zu können. Am 18. April 1820 ließ er die Gruft wieder öffnen und musste feststellen, dass die Särge erneut verschoben waren, aber es in dem verstreuten Sand keinerlei Spuren gab. Da man von einem übernatürlichen Ursprung ausging, ordnete der Gouverneur an, die Särge auf den nahegelegenen Friedhof zu bringen und sie dort zu begraben. Die Gruft wurde stillgelegt und das bis heute. Und das war die wahre Geschichte hinter der X-Faktor-Folge Familiengrab. Interessanterweise hatte ich über die Wandersärge bereits ein Video gemacht, was aber nicht unbedingt sonderlich ausführlich war. Über die Wandersärge von Barbados werde ich noch ein ausführliches Extra-Video machen. Jedenfalls beweist sich einmal mehr, dass X-Faktor sich an Ereignissen orientiert hat, die wirklich ein tieferes Mysterium in sich bergen, die bis heute für uns unerklärlich und unfassbar sind. Ich würde mich über einen Daumen nach oben für dieses Video sehr freuen und natürlich auch über ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich wünsche euch noch einen gediegenen Tag, Abend oder was auch immer. Euer Krone SK.